die steigende Weltbevölkerung, der weltweit steigende Wohlstand immer weiterer Bevölkerungskreise wird dazu führen, dass wir Rohstoffe in ungeahnter Menge brauchen, wenn wir das, was wir erreicht haben, erhalten wollen. Wir haben mal ausgerechnet, wenn die Industrienationen sich verpflichten würden, ihren Einsatz von Rohstoffen, von Materialien auf 50% des heutigen Einsatzes zurückzuführen. Und die Schwellenländer und Entwicklungsländer sich gleichzeitig verpflichten, bei dem, was sie noch erreichen wollen, sich auch auf dieses Ziel verpflichten. Dann würde das bedeuten, dass wir immer noch 40% mehr an Material einsetzen, als wir es heute tun. Und dieses Bild zeigt eben, glaube ich, dass wir so nicht weitermachen können, sondern dass die effiziente Nutzung von Ressourcen einer der ganz wesentlichen Leitparameter für die Zukunft sein wird. Und deshalb haben wir den 29. Februar 2012 zum Tag der Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz gemacht. Denn an diesem Tag wurde das Kreislaufwirtschaftsgesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und gleichzeitig hat die Bundesregierung das nationale Programm für mehr Ressourceneffizienz, abgekürzt PROGRESS, veröffentlicht. Und das heißt, dass wir abfallwirtschaftlich gesprochen mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, aber auch mit den flankierenden Maßnahmen der Bundesregierung, nicht des Bundesumweltministeriums, also über alle beteiligten Mitglieder des Kabinetts hinweg, uns in der Tat jetzt auf den Weg machen, die Verwertungsgesellschaft zu verlassen und in die Recyclinggesellschaft einzusteigen. Der Weg der Zukunft auch in der Abfallwirtschaft lautet vermeiden, wiederverwenden, was wir wiederverwenden können, denn dadurch sparen wir Energie. Bei aller Affinität zu mehr Recycling. Recycling bedeutet immer, dass ich einen Stoff nochmal unter Einsatz von Energie in einen bestimmten Zustand zurückführe, um daraus mit wiederum Einsatz von Energie ein neues Produkt herzustellen. Wenn ich das Produkt aber weiter nutzen kann, weil es noch gar nicht sein Lebensende erreicht hat, seine Funktionsfähigkeit, dann kann das natürlich sehr viel mehr bedeutet effizienteren Einsatz von Energie. Und der dritte Bereich ist dann Recycling. Wir müssen lernen, dass wir in der Zukunft immer mehr Stoffe recyceln können. Und dieser Weg führt nur dazu, soweit greife ich das auch, was Frau Selbert heute Morgen gesagt hat, der Weg ist nicht die graue Reststofftonne. Die graue Reststofftonne setzt massiv auf energetische Brennstoffe und kann so ein bisschen nebenbei gesagt werden. Ja. Das haben die Landkreise und Städte, die in der Vorbereitung auf 2005 nicht auf ausschließliche Müllverbrennung, sondern auf MBA-Technik gesetzt, immer schon gelernt. Aber das reicht nicht. Und das, was wir aus allen Untersuchungen kennen, ist, dass Recycling nur funktioniert, wenn wir getrennt sammeln. Nur getrennt gesammelte Wertstoffe führen in der Aufbereitung und in der anschließenden Weiterverarbeitung dazu, dass wir tatsächlich Rohstoffe produzieren, die im industriellen Fertigungsprozess wieder eingesetzt werden. Selber, ich kenne viele verschiedene dieser Bereiche bei der Diskussion im Deutschen Bundestag über die Rolle der Kommunen im Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das ist nicht alleine dem Bundesrat geschuldet. Auch dieser Legende möchte ich vorbeugen. Es war immer das Ziel des Bundesumweltministeriums und letztlich auch der Mehrheit des Parlaments, den Kommunen das zu geben, was ihnen zustand. Und wir haben mit vielen, vielen Vertretern der Kommunen geredet und die Grundüberlegung zu § 17.
2015 sind ja gemeinsam vom BMU in den Kommunen entwickelt worden. Die haben uns über einen Satz am Ende gestritten im Vermittlungsausschuss, ob das erforderlich war. Naja. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, mit den Kommunen darüber zu reden, was sie machen. Ich kenne inzwischen ungefähr 40, 50 Kommunen, die abweichen von dem, was in der Verpackungsverordnung steht, über bilaterale Vereinbarungen, früher mit dem DSD, jetzt mit dem neuen System und anderen, was ganz anderes machen als der Rest der Republik. Das ist auch gut so, das kann man auch machen. Nur aus allen diesen Versuchen, Möglichkeiten, die man macht, wissen wir auch, sobald ich Restabfall mit Wertstoffen kombiniere, bekomme ich einen Rohstoff, ein Rezyklat, das ich vielleicht in Parkbänke einsetzen kann, oder Begrenzungsfossilien, davon haben wir schon so viele, da brauchen wir nämlich keine mehr, das ich aber letztlich nicht wirklich breit als neuen Rohstoff einsetzen kann. Und das ist relativ einfach erklärbar. Was ist denn Restabfall? Was bleibt auf jeden Fall Restabfall, weil wir dafür keine andere Möglichkeit haben, als die ordnungsgemäße Verbrennung in energieeffizienten Rückverbrennung zu machen. Das ist das, was wir Abfallwirtschaftler immer so schön als Hygieneabfälle bezeichnen. Wenn man konkret wird, dann sind das Windeln. Und zwar nicht nur Windeln von Kleinkindern, sondern inzwischen bei einer älter werdenden Gesellschaft auch Windeln von Erwachsenen. Und dann kommt der Rest aus dem Badezimmer, aus anderen Bereichen noch mit dazu. Das alles packen wir in eine graue Reststoffrolle und schmeißen dann Verpackungsabfälle darauf. Stoffgleiche Nichtverpackung. Lassen das 14 Tage stehen, verdichten das noch ein bisschen und anschließend geht es auf den Sortierband und wir holen dann Wertstoffe wieder raus. Sorry. Alle Versuche, die ich dazu kenne, führen zu einem Granulat, das dermaßen stinkt, dass sie damit aus Arbeitsschutzgründen in keine Industrieanlage rein. Dieser Weg wird nicht funktionieren. Ich kann Ihnen schon jetzt sagen, wie andere darauf reagieren, die dann sagen, ihr wollt eine Kiste, die aus Abfall hergestellt worden ist, der mit stinkenden Windeln und anderen Sachen zusammengelegen hat. Das wird nicht diskutieren, wird nicht laufen. Wir haben das diskutiert bei der Frage des Einsatzes von Altpapier. Wer sich noch erinnert, weiß, dass wir Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre einen großen Angriff der schwedischen Papierindustrie hatten gegen Recyclingpapier in Deutschland. Mit dem Versuch nachzuweisen, dass durch den Einsatz von Altpapier aus Haushaltssammlungen wir Hygieneprobleme mit Papier kriegen und man das gesagte Papier nicht nutzen sollte. Es war klar, das war ein Versuch der schwedischen Papierindustrie auf der Basis von Holz. Wollten einen Konkurrenten loswerden. Und so wird die Wirtschaft sein. Und es wird es im Kunststoff nicht anders gehen. So müssen wir an dieser Stelle aufpassen, dass wir das machen. Das ist der Grund, warum wir als Bundesregierung sagen, der wesentliche Ansatzpunkt für die Zukunft, für den Einstieg in die Recyclinggesellschaft muss sein, dass wir die Materialien, die in den Haushalten, aber auch in den Industriebetrieben, in den Gewerbebetrieben zu Abfall werden und nicht mehr genutzt werden können. Die müssen so erfasst werden, dass wir sie aufbereiten können, damit sie in echte Kreisläufe hineingebracht werden. Unser Ziel ist die Kaskadennutzung, die echte Kreislaufwirtschaft. Da gibt es viele verschiedene wissenschaftliche Ansätze, die man weiterverfolgen kann. Wir wollen daran arbeiten, dass dieses Common Sense wird. Dass wir alle die gleiche Auffassung haben, um wirklich diesen Einstieg schaffen zu können. Die fünfstufige Abfallhierarchie gibt uns dafür den richtigen Ansatz. Und deshalb werden wir uns auch mit der Kommission sehr intensiv weiter darüber unterhalten, ob der deutsche Ansatz hier mit einem pönalisierten Pflichtensystem zu arbeiten nicht doch der bessere ist, als gegenüber einer abstrakten Hierarchieumsetzung, wie das zum Beispiel die Österreicher gemacht haben. Im Übrigen haben wir das, was die Österreicher machen, auch gemacht. Paragraph 6 setzt bei uns die Hierarchie vollständig um. Da hat sich alles dran auszurichten. Aber wir erlauben eben dem, der verpflichtet ist zu verwerten, wie im Industriebetrieb, dass er innerhalb seiner Verwertungspflicht
nochmal prüft, ob es nicht ökologischere Wege gibt. Und da kann die Nutzung des energetischen Potenzials, gerade bei hohen Reizwerten, dann eben doch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt sein. Aber das Ziel muss sein, so viel Material wie möglich für die Stoffkreisläufe zur Verfügung zu stellen. Und deshalb werden wir, der Landkreis Kassel ist da sicherlich Vorbild vor selber, die getrennte Bioabfallsammlung durchsetzen müssen. Gemeinsam mit den Ländern, gemeinsam mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern. Wir wissen, dass wir über die getrennte Bioabfallsammlung mehr als die 9 Millionen Tonnen, die wir jetzt schon haben, erfassen können und aufbereiten können. Aber wir müssen auch sehen, dass wir dann mit diesen erfassten Abfällen stoffstromspezifisch so umgehen, dass wir den größtmöglichen Nutzen herausholen. Und der Nutzen liegt auf der einen Seite darin, dass wir über Vergärung nochmal Biogas gewinnen können, dass wir als erneuerbare Energie nutzen und beim Einsatz als erneuerbare Energie dann den Vorteil haben, dass diese Energie speicherfähig ist. Wir diskutieren auf der einen Seite Sonne und Wind und sagen immer, was machen wir denn, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht? Ja, dann nehmen wir Biogas, das können wir speichern. Und wir können mit Biogas nicht nur Strom erzeugen, sondern auch Wärme. Und wir können sogar zum Fahren nutzen. Es gibt viele positive Beispiele, wo gerade öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger uns zeigen, dass ich wirklich Kreislaufwirtschaft betreibe, indem ich die Abfallsammelfahrzeuge auf Gas umstelle und dann mit dem Biogas aus meiner Vergärungsanlage die Abfallsammelfahrzeuge betreibe. Das ist etwas, was den Bürger erfahrbar macht, wie man positiv mit seinen Resten